sind da. Es ist eine Ehre, für den Ritter an deiner Seite zu kämpfen. Ich bin noch nicht fertig, weißt du? Das bin ich auch nicht, Vulkan. Seit er gemeinsam mit dir kämpft, freut sich der Ritter auf jeden neuen Tag. Du hast ihm Inspiration geschenkt. Jetzt ist der Kampf nicht länger bloß Gewohnheit für ihn. Er kämpft nicht mehr nur deshalb, weil er gut darin ist und allein um des Kämpfens willen. Denn jetzt hat er einen echten Grund gefunden, um zu kämpfen. Jemanden für und mit dem es sich zu kämpfen lohnt. Ich kann es auch besser. Ich habe dir die Möglichkeit gegeben, Pronomen zu nutzen. Ich dachte, ihr benutzt sie in eurer Sprache gar nicht. Nur bei denen, denen der Ritter sich wirklich nahe fühlt. Nur bei ihnen kann er sich erlauben, sie mit einem Du anzusprechen. Und sogar ihren richtigen Namen zu sagen. Er hätte nicht geglaubt, dass ein solcher Tag noch einmal kommen würde. Also sagst du mir eigentlich gerade, dass du mich magst. Und zwar mit dem Feinsinn eines Rambocks. Es ist schon lange her, dass der Ritter jemandem den Hof gemacht hat. Wie es um den Feinsinn von Ramböcken bestellt ist, weiß er nicht. Aber was ihn angeht, ja, er mag dich. Wollen wir mal sehen, ob du noch weißt, wie das alles so geht, du alter Süßholzraspler.